20. Er ist auf jeden Fall auf der Startliste, aber wenn ich das mal schaue, doch, er ist da mit dabei, genau. Timo Sutter, LC Regensdorf, Manuel Dalben vom LC Zürich, Sebutullah Ismail vom SAL Lugano und Robin Oberholzer vom LAC TV Unterstrass Zürich. Das die Athleten, die unterwegs sind. Und einer, der sich da gleich an die Spitze setzt und aufs Tempo drückt, das ist Manuel Dalben mit einer persönlichen Bestleistung von 4:03:35. 4:03:85 natürlich ist er unterwegs und er möchte, dass dieses Rennen nicht allzu langsam wird, weil er ja weiß, dass im ersten Vorlauf gebummelt wurde. Timothée Antier von Covagnon auf dem zweiten Platz und Sebkatullah Ismail auf Platz 3. Das Rennen ein bisschen schneller als das vorherige und das könnte durchaus dem einen oder anderen hier noch in die Karten spielen. Aber das Tempo, das muss jetzt vor allem auch noch weiter gepusht werden. Manuel Dalben hat das zum Beginn dieses Rennens sehr gut gemacht. Nun ist es Timothée Antier, der das Rennen anführt. Dalben auf Platz 2, Ismail auf 3 und dann ist es der Athlet im roten Dress von Stade Lausanne Athletis, Maxence Hofer, der sich den vierten Platz geschnappt hat. Platz 5 dann von LC Regensdorf, Timo Sutter. Und Antier jetzt mit einer Lücke. Dalben kann hier nicht folgen. Ismail reagiert. Er wird diese Lücke schließen wollen. Und der große Favorit Stolhansk, der jetzt nach vorne läuft. Er hat natürlich das läuferische Potenzial und Vermögen, um dieses Rennen in jeder Lage für sich entscheiden zu können. Die zweiten 500 Meter, die waren dann deutlich, deutlich langsamer. Also da müssen sie sich noch beeilen auf der letzten Runde, damit sie schneller sind als der erste Vorlauf. Jetzt ist es Stolhansk, der führt. Er im gelb-schwarzen Dress von Stade Lausanne und im weißen Dress vom LC Regensdorf Timo Sutter. Und Ismail von SAL Lugano ebenfalls mit einem weißen Dress und dem schwarzen Brustring. Antier jetzt auf der vierten Position wird angegriffen vom Athleten von STB. Das ist Nicola Gilk, der jetzt den vierten Platz innehat. Und Dalben kommt noch einmal auf. Der sprintet jetzt um den vierten mit. Und auch von Lausanne Sport ist es Hofer, der zum Schluss dir noch auftritt. Das wird eine knappe Geschichte. Aber Stolhansk, der gewinnt. Gute letzte Runde von ihm. Da haben ziemlich alle...